Diakonie-Reporterin, Inklusion verwirklichen. Brigitte Sein. Carmen Feind. Monika Surbia. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch versuchen, auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können, obwohl ich eine Behinderung habe. Das gehört auch zur Teilhabe dazu. Wir interviewen einen Arbeitgeber. Raus aus den Werkstätten und zurück in die Welt. Die Bundestagsvizepräsidentin. Wenn sich dann Firmen rauskaufen können. Und die Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Ich arbeite in einer Werkstatt, mache gute Arbeit, aber ich verdiene so wenig. Das finden wir ungerecht. Können Sie das nicht ändern? Ich würde es gerne sagen, ich gebe mehr Geld, aber ich hab's nicht. Was wir machen müssen, ist, dass auch die Menschen mit Behinderung öfter eine Chance bekommen, auch einen ganz normalen Arbeitsplatz zu erreichen. Bei Ihnen hat ein schwerbehinderter Mann seine Ausbildung gemacht. Erzählen Sie bitte von Ihren Erfahrungen. Wir haben ein halbes Jahr eigentlich ergebnislos dafür gekämpft, diese Arbeitsassistenz und diesen Fahrdienst bewilligt zu bekommen und mussten letztlich feststellen, die Behörden sind nicht so schnell. Die kriegen das in dem üblichen Zeitraum nicht hin, dem Behinderten das zur Verfügung zu stellen, was er für diesen Ausbildungsplatz braucht. Ich kann es mir vorstellen. Ich bestreite überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Das Problem ist, glaube ich, liegt in der Struktur. Die Einzelne oder der einzelne Sachbearbeiter ist da hilflos, kann nicht so, wie er will. Und in der Gesamtheit kommt dann aber doch eine manifeste Gewalt eigentlich raus. Teilweise sind die personell auch unterbesetzt. Und teilweise haben sie auch am Anfang noch nicht genau verstanden, wie man es macht. Das bedeutete für uns als Unternehmen eine große Unsicherheit. Wir wussten nicht, kriegt ihr das bewilligt? Können wir den überhaupt beschäftigen? Oder sagen die in letzter Minute nein? Viele Firmen stellen keine Menschen mit Behinderung ein. Wie kann man das ändern? Ja, ich glaube, was nicht geht, dass man sich einfach rauskauft. Würde ich so teuer machen, dass es richtig wehtut. Und dann reden die Unternehmen immer von Fachkräftemangel. Und trotzdem gibt es immer noch 37.000 Unternehmen in Deutschland, die überhaupt keine Menschen mit Behinderung einstellen. Ich meine, die Arroganz und die Ignoranz ist doch, dass du gar nicht erkennst in der Regel, welche besonderen Eigenschaften viele Menschen haben. Wir als Unternehmen lernen wirklich Leute mit einer massiven Behinderung gar nicht kennen. Die kommen in meinem Kosmos nicht vor. Die befinden sich irgendwo da hinten hinter Werkstattmauern. Wir haben sehr viele Mittel noch, um einen Arbeitsplatz behindertengerecht auszugestalten. Was eine Politik will, die sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, wir wollen was für die Behinderten tun, ist ein Riesenunterschied zu dem, was tatsächlich in Deutschland stattfindet. In den Behördenstuben wird Inklusion nicht möglich gemacht, sondern erschwert. Es ist eine überkommene, verkrustete Bürokratie des Ausgrenzens und Aussonderns, die den Behinderten letztlich vom ersten Arbeitsmarkt fernhält. Menschen mit Behinderung müssen am Arbeitsleben teilhaben und ihre Arbeit selbst auswählen können. Außerdem müssen sie mehr verdienen. Der allgemeine Arbeitsmarkt muss inklusiv sein.